Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Ja, wir sind immer noch hier oben auf dem Funkturm und begegnen uns gleich Richtung Falls End. Ich genieße die Aussicht immer noch so ein bisschen. Ui, mit Zoom. Da oben auch irgendeine Götterstatue. Nicht Götterstatue. Sieht aus wie in Brasilien. Wie heißt das Ding da oben? Also ist auch ein Jesus? Oh Gott, ich glaube, ich bin heute ein bisschen durch. Zumindest weiß ich gerade nicht viel. Wir rutschen hier mal runter, um da hinten anzukommen. Dass ich weniger erzähle und mehr passiert. Hui! Das hätte jetzt aber auch noch bis über die Brücke gehen können. Muss ich nicht so viel laufen. Okay, kommt unser Typ eigentlich mit? Na, zumindest nicht die Rutsche. Was haben wir denn hier? Ein Boot. Darf ich das verwenden? Ich würde gerne da drauf. Cool. Jawohl, eintreten. Kann ich hupen? Cool. Okay, das heißt, wir fahren jetzt mal hier auf die andere Seite. Wobei, wir können ja mal gucken, ob wir auf der Karte, ob wir vielleicht ein bisschen weiter mit dem Boot kommen. Kürbisfarm. Na, wir könnten hier den Fluss runterfahren. Na, das hier ist alles noch Fluss. Bis zu irgendeiner Brücke. Und dann abbiegen. Also ich habe keine Ahnung, warum Fraps gerade jetzt irgendwie boykottiert hat, weiter aufzunehmen. Jetzt habe ich es jedenfalls wieder da. Ich hoffe, dass es nicht zu viel weg ist. Wir versuchen es mal, uns da irgendwie ranzupirschen. Da rennen verdammt viele Leute rum. Ich hätte mich wahrscheinlich auch irgendwie von da oben runterlassen können. Ne? Drehst du dich da oben mal wieder um und du da unten am besten auch? Da oben. Ich kann nicht einfach so ein bisschen nach rechts rüber. Ja, der nervt. Okay. Okay, das Ganze ungesehen zu machen, ist wirklich heftig. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Der läuft da ja auch nicht weg. Ich müsste irgendwie von der anderen Seite kommen. Oder kann ich den da oben mal abschießen? Es ist halt, wenn man einmal verfehlt. Oh, hoffentlich fällt er jetzt nicht runter. Ja, der bleibt oben, okay. Oh, fuck, fuck, fuck.
Ja, sie haben mich nicht gesehen, also läuten sie noch nicht den Alarm. Das heißt, wir bleiben hier noch einen Moment hocken. Okay. Wie lange brauchen die, um sich wieder zu beruhigen? Du musst hier ewig im Busch hocken. Ich bin für dieses Spiel nicht geduldig genug. Okay, vielleicht kann ich hier nochmal zumindest ein paar markieren. Zumindest scheine ich hier einen ganz guten, sicheren Posten zu haben. Die sind immer noch sehr alarmiert. Alarmieren sie weiter. Ja, je mehr ich von denen ungesehen fertig mache, desto... Oh, scheiße. Nein! Ah! Wieso haben sie mich denn jetzt gesehen? Okay, so geht's auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da überhaupt schon... Keine Ahnung, stark genug bin für... die guten Waffen habe. Aha. Jetzt wird mir John Seed eingeblendet beim Laden. Our family does not care what you were wearing. We only care your clothes. Okay. Probieren wir es mal von hier. Was steht denn da? Tag 2. Der Wasserturm war nichts. Ich habe schon zu viel Zeit darauf verplempert, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie Schrott sammeln und ihren Vater preisen. Morgen mache ich sie ein nach dem anderen Blatt. Scheiß drauf. Okay. Oh, 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 oh. Ich glaube, das ist einfach... Die ist einfach zu kurz. Kann ich da ein bisschen länger? Aha, aber ich glaube, wenn ich länger halte, dann... Ein nach dem anderen Blatt machen und so, ne? Habe ich jetzt alle? Ich hoffe, ich habe genug Pfeile. Da ist der nächste. Und die Frage, der steht halt so schön. Jetzt habe ich geatmet. Ich weiß halt nicht, ob ich den, wenn ich die Seilrutsche benutze, von da aus erledigen kann. Oder ob ich da irgendwie wer braucht für. Sind sie zumindest aufmerksam, oder? Nee. Das ist einfach nur, ich habe sie markiert. Zumindest scheine ich mit den Pfeilen sie direkt erledigen zu können. Da ist auch noch einer. Da
okay, das wäre wirklich mit dem Controller fast unmöglich, was ich hier mache. Er kann einfach nicht lange den Atem anhalten. Ich kann den Atem länger anhalten. So. Der ging daneben. Fuck. Oh Scheiße, oh Scheiße. Okay. Oh Scheiße, und ich bin out of Pfeile. Nein! Oh Mist. Ach, das ist ja ätzend. Okay, ja, vielleicht ist lautlos um den Zeitraum des Spiels noch nicht so. Shit. Okay, das war's mit unentdeckt. Jetzt müssen wir beeilen. Scheiße. Nein, 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 nein. Kann ich den irgendwie deaktivieren? Nein! Ich will den... Au! Ich muss ihn einfach nur erschießen. Scheiße. Okay, okay, das hätte ich vorher wissen müssen. Wieso geht das bei denen nicht? Okay. Okay, fuck it. Mit Verstärkung ist das so eine Sache, ne? Lass mich am Leben! Versuchen wir nochmal irgendwie klar zu kommen. Zum Henker. Von wo schießen die denn? Das ärgert mich jetzt. Wenn ich ein bisschen mehr Pfeile gehabt hätte, das wäre so optimal gewesen. Ich hätte halt vielleicht einfach öfter treffen müssen, ne? Jetzt muss ich den DLA mal deaktiviert bekommen. Es ist aber auch echt schwer, die da in dem Gelände rauszufiltern. Und scheiße, hauen die da Dings, Raketenwerfer auf mich drauf? Und ich hier mit meiner Pistole. Mhm. Ist klar. Ja, genau das meine ich. Schießen sie sich da schon gegenseitig mit ihren Raketenwerfern? Gut. Heile ich mich eigentlich vollständig nach einer gewissen Zeit? Es ist aber auch nur noch einer übrig, oder? Okay, zwei. Wow! Wow, 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 wo kommt ihr her? Ah, Panik. Sag mal, wie oft muss ich denn auf den Idioten schießen? Okay. Okay, es werden immer mehr. Ich glaube, wenn ich erstmal entdeckt bin, ist es eigentlich absolut unmöglich, hier noch was zu reißen. Okay, jetzt kommt er mit dem Raketenwerfer noch. Bleib doch mal stehen! Okay. Okay, warte mal, du hast was Besseres als ich. Okay, du hast einen Raketenwerfer. Nice. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Ding benutzt. Whatever.
Jetzt wird's witzig. Jawohl! Ich hab's ernsthaft befreit. Oh Gott. Das war aber echt mehr schlecht als recht gerade. Ich hab mir das zumindest deutlich schöner überlegt. Aber hey, es hat funktioniert. So, und lass uns mal gucken, was habe ich denn jetzt hier überhaupt noch für Waffen? Ich habe meine schöne, ich meine, das Ding ist schon fancy, aber wo ist meine coole? Was? Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Herausforderung abgeschlossen. Schließe weitere Herausforderungen ab, um mehr Vorteilspunkte zu erhalten und neue Vorteile freizuschalten. Okay. Ach, das sind Herausforderungen. Ja, und was kann ich damit jetzt machen? Okay, ich krieg Vorteilspunkte. Vorteile schaffen neue Geräte und Fähigkeiten. Schalten neue Geräte und Fähigkeiten frei. Außerdem verbessern sie dein Inventar und deinen Spezialisten. Okay. Ich kann schneller schwimmen, habe ich jetzt hier. Wie viele Vorteilspunkte habe ich denn? 2, ne? Fallschirm. Kletterhaken. Trage mehr Faustwaffen, Munition, Nahkampfwaffen mit dir. Ja, eigentlich würde ich gerne mehr Ausrüstung haben per se. Ich brauche ja dann wahrscheinlich Sachen, die hier so in die Richtung gehen. Ne? Also ich nehme jetzt mal das. Und ich glaube auch den... Nee, erst den Fallschirm. So. Aber, ich würde jetzt sau gerne wissen, ob ich hier irgendwie meine Armbrust oder was das war wieder zurückkriege. Na, Armbrust ist falsch gesagt. Na, so wie es aussieht, ist alles verschwunden, was ich hier im Laufe der Zeit aufgesammelt oder nicht aufgesammelt habe. Oh, aber ich brauche jetzt wirklich keinen... Umgebung. Ich brauche eigentlich wirklich keinen Raketenwerfer. Ich wollte ja eigentlich mehr ein bisschen schleichen und so. Okay. Es ist halt so. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo noch eine Waffe. Sieht nicht so aus. Ist das ein Waffen? Was ist das? Geschäfte und Geld. Okay, in der Spiel steht Geschäftsverfügung, in denen du Waffen kaufen, dann passen deine Munition abfüllen, Beute verkaufen, vieles mehr tun kannst. Neue Waffen werden freigeschaltet, wenn du den Widerstand in einer Region stärkst. Verdiene Geld, indem du Nebenmissionen abschließt. Saves findest oder Tierhäute und Fische verkaufst. Okay, kann ich mir da jetzt wieder Waffen kaufen? Na, okay, mit einem Smiley, wie gut. Hui. Okay, ich habe einfach kein Geld für so Sachen. Ich würde nämlich eigentlich gerne, genau, ein Scharfschützengewehr hätte ich sau gerne. Aber... Oh, Bögen. Ja, wie in Besitz? Ich habe ihn ja nicht. Oder doch? Nee, die Karten brauche ich. Aber... Kann ich die dann dadurch irgendwie anlegen?
Okay. Ah, jetzt habe ich sie wieder. Ach, wie schön. Okay, und dann bräuchte ich auf jeden Fall... Wobei, ich gucke erstmal, ob ich Munition finde. Na, hier gibt es ja noch so ein bisschen was. Okay, ich stelle Molotow-Cocktails und Sprengstoff im Waffenrad her. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Hier. Ich bräuchte aber zwei Schnaps. Solange ich keine zwei Schnaps habe, kann ich nicht herstellen. Und ich bräuchte mehr Blumen und Kram für andere Sachen. Was ist denn da noch? Ups. Ich wollte hier... Ja, da kann man da oben rein. Hm. Ich frage es nur, wo? Da. Ja, nice. No, 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 no. Maschinengewehr will ich nicht. Aber man sollte eigentlich immer alles einmal nehmen, damit ich es hinterher, falls ich es doch mal brauche, wieder Granaten voll, ja. Was ist hier noch? Saves! Öffne Saves mit Entzündungssprengstoff. Vorteil Schlösserknacken oder Schweißbrenner, um Saves leiser zu öffnen. Pfeilmunition ist... Ah, nice hier. So verschlossen. Ja, warte mal. Mit... Nee. Sondern... Nee. Kann ich da... Wie wähle ich den denn noch gleich aus? Nee. Nee, 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 nee. Nee, nein. Nein. Hm. Ja, das nützt mir nichts. Wo ist denn dieser Molotow? Wie kam ich denn auf den Molotow-Cocktail? Nee. 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 Ach, Menno. Kann ich sie vielleicht mit der Nummer einfach aktivieren? Auch nicht. Oh, da kann ich wechseln. Okay, das ist ja schon mal... Gut. Oh, wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ich weiß, dass ich das vorhin irgendwie... Okay. Fernzündungssprengstoff. Und jetzt müsste ich den doch... Wie kann ich den da anlegen? Aha. So. Und jetzt... Okay. Hahaha. Wir liegen jetzt drauf. Nicht so wirklich, sind wir mal ehrlich, aber Silberbachen, aha. Jetzt liegt hier überall das Geld verstreut, oder wie? Okay, Silberbachen könnte ich jetzt dann da hinten verkaufen. Ah, nee, 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 nee. Granaten habe ich jetzt schon genug. Okay. Okay, okay, okay. Was ist denn los? Wird da oben gekämpft, oder was? So, und jetzt könnte ich die im Shop-Menü verkaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. So, Beute verkaufen. Ah, nee, Silberbarren. Nee, nicht Silberbarren kaufen. Oh, okay, Silberbarren kann man gegen Echtgeld kaufen. Das ist ja wieder sehr schön. Ich kann sie aber auch nicht verkaufen. Seltsam. Dann halt nicht. Ja. What next? Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Ach so. Ja, das ist, läuft alles unter die Karte. Okay. Oh, wir könnten Hubschrauber fliegen.
Boden. Hubschrauber oder Auto? So, nochmal hier. Ein Helikopterladen. Ach, das muss ich wahrscheinlich kaufen. Ein Quad und Autos und alles kriege ich ja umsonst. Ja, wir wollen ja hier runter zu Falls End und ich würde sagen... Ah ja, guckt mal, wie schön. Jetzt haben wir hier quasi die Gegend so ein bisschen freigeschaltet. Wir haben hier ein bisschen Übersicht über verschiedene Orte. Und hier ganz viele Autos, die wir verwenden können. Ich mache an der Stelle aber mal einen kleinen Cut. Nächstes Mal, das hier haben wir jetzt hier quasi so ein bisschen freigeschaltet. Nächstes Mal kann ich hier auch eine Schnellreise hin. Das wollte ich gar nicht sagen. Nächstes Mal werden wir mit dem Auto einfach hier Richtung Falls End fahren. Und mal schauen, ob wir da was ausrichten können. Und ich würde sagen, wir fahren hier so über diese Stricklandfahrt und das Boyd House und Rattler Creek. Und vielleicht kommen wir dann auch in Falls End an, aber vielleicht auch nicht. Ich würde gerne auf dem Weg die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was noch von der Karte einzunehmen. Dann müssen wir da nicht irgendwie extra hin. Okay, ja, dann hoffe ich, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Und dann wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.